Gut euch zu sehen, Leute. Robin hier, aka Sankroso. Willkommen zu diesem Video. Da sich das einige in den Kommentaren gewünscht haben, ist hier nun das Video über Soho Bunny Vocals am Beispiel vom Song Olympia. Und wir hören jetzt erstmal ins Original rein. Soho Bunny, sei ehrlich, ich war nie kriminell. Und trotzdem kommen die mit einer Mannschaft und originell. Kleiner Napoleon fühlt sich stark, so wie auf Actimel. Bro, unter Verdacht, weil seine Haut, die ist nicht ganz so hell. Fuck, was soll ein Junge tun, die schlagen Handys weg. Diskussion beendet mit vier Knien auf deinem Prada-Hemd. Ich werde erstmal auf diese sehr interessante Räumlichkeit eingehen, die man im Original hört. Es wurde nämlich hauptsächlich mit sehr schnellen Delays gemacht und dann zeige ich euch auch die komplette Bearbeitung der Stimme. Weil bei diesen Vocals war auch die Saturation sehr wichtig. Los geht's. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Künstler ihr hier noch sehen wollt und ich versuche darauf einzugehen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie das Ganze bei mir mit meiner Stimme klingt. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nie kriminell. Und trotzdem kommen die mit einer Mannschaft und originell. Kleiner Napoleon fühlt sich stark, so wie auf Actimel. Bro unter Verdacht, weil seine Haut, die ist nicht ganz so hell. Dieses komplette Vocal Preset für FL Studio und viele andere Vocal Presets findet ihr jetzt auch auf meiner Website. Die sind alle mit FL Studio Stock Plugins erstellt und den Link findet ihr im ersten angepinnten Kommentar und in der Beschreibung. Also, wie wurde diese Räumlichkeit erzeugt, die so interessant klingt? Wir haben hier zwei verschiedene Delays. Der erste ist ein normaler Slap Delay, also ein kurzer, schneller Delay. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nie kriminell. Und trotzdem kommen die mit einer Mannschaft und originell. Kleiner Napoleon fühlt sich stark, so wie auf Actimel. Bro unter Verdacht, weil seine Haut, die ist nicht ganz so hell. Dafür nimmt man einfach ein Delay und stellt eine sehr schnelle Zeit ein, also 16. oder 32. Das Feedback macht man sehr kurz, damit es nicht lang nachhallt. Und dann kann man noch ein bisschen Stereobreite reinmachen. Und schon hat man diesen räumlich klingenden, schnellen Delay. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. Dazu kommt dann in dem Song noch ein schneller Delay, der aber im Ping-Pong-Modus ist. Also der springt so von links nach rechts im Panorama. Dafür nimmt man auch einen recht schnellen rhythmischen Delay und stellt den Schalter auf Ping-Pong. Das Feedback macht man auch recht kurz, sodass man den Delay auf jeder Seite nur einmal hört. Das gibt dieses räumliche, natürliche Feeling. Bonustipp: Wenn man will, dass der Delay sich analog anhört, dann kann man da noch etwas Saturation auf den Delay machen. Dann auch Tiefen und Höhen mit einem EQ rausnehmen und dann klingt das so. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. Da der Delay nicht direkt bei der ersten Millisekunde schon hörbar ist, brauchen wir etwas mehr Räumlichkeit mit Early Reflections. Also habe ich hier noch so einen Ambience-Raum drauf, dadurch fügt die Stimme sich besser in den Beat ein und steht nicht so oben drauf. Kommen wir zur Vocal-Bearbeitung. Hier habe ich mit einem EQ erstmal die unteren Mitten ausgedünnt und die kratzigen Frequenzen bei 2500 und 3500 Hertz rausgenommen. Low-Cut ist bei 120 und hier einmal vorher und nachher. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. Danach habe ich Resonanzen kontrolliert mit einem von mir selbst gebauten Patcher-Preset, der einfach einen übersichtlichen dynamischen EQ simuliert. Imageline, ich wäre euch sehr dankbar, wenn im nächsten Update ein guter dynamischer EQ drin ist. Also das ist auch alles mit Stock-Plugins in diesem Preset enthalten. Das beseitigt hauptsächlich Resonanzen im Bereich von 1 bis 3 kHz und unten diese 250 Hertz, diese mumpfigen Frequenzen. Dann der Maximus als De-Esser und danach einen selbstgebauten Multiband-Kompressor mit Stock-Plugins. Der komprimiert die einzelnen Bänder und reagiert dabei auf unschöne Resonanzen. Hier einmal vorher und nachher. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. Und trotzdem kommen die mit einer Mannschaft und originell. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. Und trotzdem kommen die mit einer Mannschaft und originell. Dann haben wir im Original eine mittelstarke Saturation drin, also harmonische Verzerrung. Ist in diesem Song sehr wichtig. Und ich habe es mit dem Destructor gemacht, mit dem Preset Hammer Soft Set. Und dann klingt das Ganze so. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. Und danach noch einen normalen Kompressor, um Peaks und Transienten zu kontrollieren.
und dann im EQ untere Mitten ausgedünnt und obenrum etwas angehoben. Und das klingt dann so. So, Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. Und trotzdem kommen die mit der Mannschaft und originell. Dann nochmal S-Laute kontrolliert mit dem Maximus und dann nochmal Resonanzen rausgezogen mit diesem DIY-dynamischen EQ. Um nochmal mehr Biss und Klarheit in die Stimme zu bekommen, habe ich hier einen Parallelkanal benutzt, um parallele Kompression noch reinzumachen. Die fertige Stimme hört ihr jetzt am Ende nochmal und das sind dann auch schon die Soho Bunny Vocals. Link zum Preset findet ihr in der Beschreibung und dem angepinnten Kommentar. So Bunny, sei ehrlich, ich war nicht kriminell. Und trotzdem kommen die mit der Mannschaft und originell. Kleiner Napoleon fühlt sich stark, so wie auf Actimel. Bro unter Verdacht, weil seine Haut, die ist nicht ganz so hell.